Und jetzt das Heute-Journal. Mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. Die Quintessenz dieses Wahltages. Die Traditionsparteien wurden arg gerupft in Brandenburg und Sachsen. Sind aber noch mal davongekommen. Sie können weiter Regierungen führen. Die SPD in Brandenburg, die CDU in Sachsen. Aber beide müssen mehr Verbündete zu sich ins Boot holen. Die Zahlen hat Matthias Vornhoff im Großen und im Detail. Matthias, beginnen wir doch bitte in Sachsen. Ja, guten Abend aus Dresden. Es wird noch ausgezählt in Sachsen, aber es gibt eine frische Hochrechnung und die schauen wir uns direkt an. Die CDU käme demnach auf 32,2%, die Linke auf 10,3%, die SPD 7,7%, die AfD 27,7%. Die Reihenfolge der Parteien in dieser Grafik übrigens richtet sich nach dem Ergebnis der letzten Landtagswahl. Die Grünen 8,5%, die FDP 4,5%, nicht drin die Freien Wähler mit 3,3%. Genauso wenig, wie Sie sehen, wenn wir nach unten schauen, viele Parteien, die deutlich verloren haben, die CDU, die Linke, die SPD und eine Partei, die sehr deutlich gewinnt, das ist die AfD. Und wir schauen jetzt auf die Sitzverteilung im Landtag von Dresden. Die CDU kommt auf 45 Sitze, die Linke auf 14, die SPD auf 10 und die AfD auf 39. Da gibt es eine Spezialität, eine Besonderheit, denn es gibt nur 30 Kandidaten auf der Liste, die zugelassen wurden. Aber die AfD wird einige von diesen 9 noch mit Direktkandidaten dazu gewinnen. Wir kommen zu den Grünen, die auf 12 Sitze kommen. Und wir schauen uns an, was das heißt zur Bildung einer Regierung hier in Sachsen. CDU und SPD kommen auf 55 Sitze. Das reicht deutlich nicht. Wenn die Grünen noch mit im Boot sind, dann kommen wir auf 67. Das reicht deutlich. Wir sehen hier die absolute Mehrheit bei 61. Und CDU und Grüne, Schwarz-Grün, verfehlt die Mehrheit ebenfalls. CDU mit AfD ist immer klar ausgeschlossen worden, schon im Vorfeld. Erhöhte Wahlbeteiligung haben wir in Sachsen noch stärker als in Brandenburg. Und da schauen wir jetzt auf das Ergebnis. Die Hochrechnung für Brandenburg. SPD 26,2, CDU 15,6, Linke 10,7, AfD 23,5%, mehr als verdoppelt gegenüber vor 5 Jahren. Die Grünen legen zu auf 10,8%. BVB, Freie Wähler, 5% ist damit im Landtag, selbst wenn es noch drunter geht. Sie haben mindestens ein Direktmandat gewonnen. Die FDP 4,1%, nicht im Landtag vertreten. Was heißt das zur Bildung einer Regierung in Potsdam? SPD und Linke, die haben bisher hier regiert. Die kommen auf 35 Sitze, 45 braucht man für die absolute Mehrheit. SPD, Linke und Grüne kommen exakt auf diesen Wert, 45. Das ist also ganz, ganz knapp. Und SPD, CDU und Grüne, diese Regierungskonstellation hätte 50 Sitze und würde damit klar eine absolute Mehrheit haben. Zur Analyse, Matthias, kommen wir gleich noch. Jetzt schauen wir erst mal auf die Ereignisse des Tages. Und wir sprechen auch mit entscheidenden Personen, sowohl auf den beiden Landesebenen als auch auf der Bundesebene. Das haben wir uns vorgenommen. Also gehen wir zunächst mal zum Wahltag und dem Wahlabend in Sachsen. Hand in Hand mit seiner Lebensgefährtin kam Michael Kretschmer kurz nach der ersten Hochrechnung zu seiner Partei. Er ließ sich feiern und bejubeln, denn mit dem Ergebnis ist der amtierende Ministerpräsident zufrieden. Zwar war die CDU bei einer Landtagswahl noch nie so schwach wie heute, aber immerhin stärkste Partei, das war nicht selbstverständlich. Wir freuen uns darauf, diesem Land eine stabile Regierung zu geben. Dazu wird es Gespräche geben, wird es Koalitionsverhandlungen geben müssen. Das wird alles nicht von heute auf morgen gehen, aber das Wichtigste ist heute getan. Wir haben eine klare Mehrheit für die Dinge, die in der Zukunft liegen. Das, was bei der SPD eine Wahlparty werden sollte, glich eher einem Trauerspiel. Keine Reaktionen, versteinerte Mienen. Als das bisher schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der sächsischen SPD überhaupt genannt wurde. Trotzdem Optimismus beim Spitzenkandidaten. Ja, man darf traurig sein, ja, man darf sich ärgern, ja, man darf vieles als ungerecht empfinden. Aber denkt dran, es geht nicht nur um den 1. September, sondern es geht auch um den 2. September. Wie geht es dann in diesem Land weiter? Und das ist genau auch die gute Botschaft des heutigen Tages. Es wird eine gute Regierung geben. Wir haben stabile Verhältnisse. Es gibt eine klare Antwort gegen rechts.
Dort bei der AfD brach heute Abend wohl der größte Jubel aus. Mit Berliner Unterstützung wurde gefeiert und auf das Rekordergebnis angestoßen. Die AfD sieht sich als den eigentlichen Wahlsieger und will eine bärenstarke Opposition in Sachsen geben, so Urban. Heute ist ein historischer Tag. Unsere junge Partei, uns gibt es erst seit 6 Jahren, hat die CDU Hochburg Sachsen gehörig ins Wanken gebracht. Wir haben die höchsten Zuwächse von allen Parteien. Die AfD ist heute Abend der Wahlsieger. Schockstarre dagegen bei den Linken. Mit einem solch schlechten Ergebnis hatten sie nicht gerechnet. Verluste waren absehbar, aber nicht in diesen Dimensionen. Ich meine, dieses dramatische Ergebnis, was wir heute eingefahren haben, ist eine Katastrophe. Aber wahrscheinlich hat es vor allen Dingen damit was zu tun, dass wir zum Schluss ein Duell hatten, nämlich die Frage zu beantworten, liegt die AfD oder liegt die CDU vorne? Und da sind wir unter die Räder gekommen. Auf die richtigen Themen haben wohl die Grünen gesetzt, jubeln über ihr Ergebnis, das aber trotzdem unter deren Erwartungen liegt. Aber sie könnten die Königsmacher in einer neuen Regierung werden und machten gleich klar. Wir haben gesagt, wir wollen Verantwortung übernehmen. Was aber auch ganz klar ist, es kann kein Weiter-so geben mit CDU und SPD und wir Grünen dann als Anhängsel, die ein bisschen Umweltpolitik machen, sondern es muss sich ganz klar was ändern. Eine Regierungsbeteiligung hätte sich auch die FDP vorstellen können. Doch dieser Traum ist ausgeträumt. Die Liberalen werden weitere 5 Jahre nicht im Sächsischen Landtag vertreten sein. Alles sieht nun nach einer schwarz-rot-grünen Koalition aus. Ein neues Farbenspiel für Sachsen. Guten Abend, Herr Kretschmer. Guten Abend. Sie sind noch mal davon gekommen. Die Niederlage ist nicht gekommen, die zum Teil drohte. Aber nach wie vor ist es das schlechteste Landtagswahlergebnis, das Sie je hatten. Und Sie werden sich auf mindestens einen Koalitionspartner mehr einstellen müssen, mit dem Sie Kompromisse machen. Trotzdem verstehe ich Ihre Äußerungen heute so, als ob Sie mehr den Stil als die Substanz Ihrer Regierungsarbeit ändern wollen. Naja, wir haben jetzt in den vergangenen 20 Monaten diesem Land einen neuen Schwung gegeben. Wir haben auch es geschafft, neues Vertrauen zu generieren. Aber wir sind nicht am Ende. Und es muss in den nächsten 5 Jahren genauso weitergehen. Es muss für die Menschen auch anfassbarer werden, was wir tun. Aber die Chance haben wir jetzt. Sie werden wahrscheinlich 2 Koalitionspartner brauchen. Welchen präferieren Sie im Moment? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Das wird das Wahlergebnis zeigen. Ich bin Demokrat, ich akzeptiere dieses Wahlergebnis und bin bereit, wenn es dem Land dient, eine gute, positive Regierung zu bilden. Könnten Sie sich auch vorstellen, mit dem Mandat von heute eine Minderheitsregierung zu führen, die dann je nachdem, was sie braucht, sich bei Grünen oder SPD oder notfalls auch mal bei der AfD die Mehrheit für sinnvolle Maßnahmen holt? Ich halte davon gar nichts. Es ist, glaube ich, mehr eine Idee aus einem politischen Seminar als aus der Praxis. Es muss uns gelingen, uns zusammenzusetzen als Demokraten und so lange miteinander zu reden und uns zu überzeugen, dass wir einen vernünftigen Plan für 5 Jahre Regierung haben. Die Alternative ist das freie Spiel der Kräfte. Daran ist nichts besser. Es führt meistens zum Chaos und zu Unsicherheiten. Und dieser Freistaat Sachsen braucht eine stabile Regierung, damit er diese vielen Zukunftsaufgaben, die vor uns liegen, auch bewältigen kann. Wenn jeder 6. Sachse oder Sächsin heute die AfD wählt, wie lange kann man dann wirklich noch eine Politik durchhalten wie Sie, die sagt, mit denen rede ich noch nicht mal, ich lasse mich von Ihnen noch nicht mal unterstützen. Das ist für mich kein kontaktfähiger Partner. Selbstverständlich reden wir miteinander. Das ist ja auch wieder einer dieser Mythen, die die AfD über sich selbst verbreitet. In jeder Landtagsdebatte, in jeder Ausschusssitzung wird über die politischen Vorstellungen gesprochen und gerungen und abgewägt, was richtig und was falsch ist. Aber es gibt eben keine Koalition und es gibt auch keine Duldung, weil diese Partei in der Tat immer mehr in Richtung Rechtsextremismus abweicht. Die letzten 48, 42 Stunden dieses Wahlkampfs waren wieder ein Beispiel dafür. Und das mache ich nicht. Ich möchte, dass wir eine vernünftige Regierung für dieses Land bilden und keine Populisten und Spalter. Danke für das Gespräch, Herr Kretschmer, und einen schönen Abend. Bitte. Das Gespräch haben wir vor einer Stunde etwa geführt. In Sachsen ging es um die Zukunft einer fast 30 Jahre von der CDU geführten Regierung. In Brandenburg dann das Gegenbild, 3 Jahrzehnte SPD. Auch sie darf weitermachen, muss sich aber auch eine neue Mehrheit im Parlament zusammenbauen nach diesem Wahlabend.
Die Erleichterung ist groß bei den Sozialdemokraten. Zwar sind die Verluste deutlich, doch sie jubeln Dietmar Woidke zu, der wieder Ministerpräsident werden will. Das Land wird damit erneut von der SPD regiert. Wir werden möglichst schnell in die Sondierungsgespräche gehen, um eine Regierung zu haben, die eines vereint: Erfolg für die Menschen im Land. Wahlgewinner ist die AfD. Zwar ist sie nicht wie erhofft stärkste Kraft geworden, hat aber ihren Stimmenanteil verdoppelt. Das haben auch Berichte über frühere Kontakte ihres Spitzenkandidaten zu Rechtsextremen nicht verhindert. Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Es wird keine Politik um uns herum mehr möglich sein. CDU. Enttäuschung bei der CDU. Noch im Juli war sie in Umfragen mit der SPD gleichauf. Doch nun herbe Verluste. Mitregieren wollen die Christdemokraten dennoch. Wir sind bereit, mit den Partnern, die in Brandenburg mit uns Gespräche führen wollen, dazu auch Gespräche zu führen, um eine stabile Regierung in Brandenburg hinzubekommen. Die Linke hofft zwar, dass es nach 10 Jahren Koalition mit der SPD erneut reicht, dieses Mal mit den Grünen als dritten Partner, doch die Verluste sind schmerzhaft. Wenn die Wahlergebnisse noch hinter den Umfragen zurückbleiben oder diese erste Prognose hinter den Umfragen zurückbleibt, dann ist das schon bitter. Das ist eine deutliche Schwächung für die Linke im nächsten Land. Wahlgewinner sind auch die Grünen, die sich Hoffnung machen können auf eine Mitarbeit in einem Dreierbündnis mit der SPD. Wir sind zweistellig geworden, wir sind sehr glücklich. Wir haben im Vergleich zu 2014 erheblich dazu gewonnen. Und vor allen Dingen, wir haben eine Partei, die wächst, die enthusiastisch ist, die was vorhat, die was bewegen will. Spitzenkandidat Peter Wieder will den Zahlen kaum glauben. Die Freien Wähler haben die 5%-Hürde geschafft und sind im neuen Landtag. Also die letzten Tage haben uns gezeigt, dass wir auf die richtigen Inhalte gesetzt haben. Viel Zuspruch gab es in der Bevölkerung. Und wenn sich das Ergebnis so bewahrheitet und so stabilisiert, dann ist das natürlich ein großer Erfolg für Freie Wähler, auch ein bundespolitischer Durchbruch für eine politische Kraft der Mitte. Verlierer des Abends sind die Freien Demokraten. Sie haben erneut den Einzug in den Landtag verpasst, wenn auch sehr knapp. Wir haben uns gewaltig gesteigert von 2014, das ist schön. Wenn es nicht gereicht haben sollte, ist extrem ärgerlich. Fällt es doch noch knapp reicht, freuen wir uns auch sehr. Also wir können heute wirklich noch keine Analyse abgeben. Gesteigert hat sich auch die Wahlbeteiligung. 60% der Brandenburger gaben ihre Stimme ab. Guten Abend nach Potsdam, Herr Woidke. Schönen guten Abend, Herr Kleber. Sie haben sich enorm reingehängt in den letzten Wochen. Sie haben große Beliebtheitswerte. Die große Mehrheit Ihrer Bürger sagt, Sie finden Ihre wirtschaftliche Lage gut. Und trotzdem ist es Ihnen nicht gelungen, die AfD wirklich abzuschütteln. Warum nicht? Ja, das ist ein Punkt, der hat mit vielen, vielen Fragen was zu tun. Also gerade hier in Ostdeutschland, jetzt im 30. Jahr des Mauerfalls, fühlen sich viele Menschen nicht gerecht behandelt. Das geht beim Lohn los, das geht bei der Rente weiter. Es geht also um soziale Fragen. Es ist, gibt andere Fragen, Infrastrukturausbau, vieles dauert zu lange. Auch Dinge, die angefasst werden, wenn man 12 Jahre braucht, um ein Stückchen Gleis zu bauen, dann ist das einfach zu lange. Also wir haben viel zu tun in den kommenden Jahren, um dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Sie sprechen ein bisschen wie ein Vertreter der Opposition, aber es gab eine ungebrochene Verantwortung der SPD seit dem Mauerfall für Brandenburg. Ja, und ich glaube, das hat Brandenburg auch sehr gut getan. Wir haben Brandenburg heute eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Man kann durchaus sagen, das Land stand noch nie so gut da, wie es heute dasteht. Den Menschen ging es noch nie so gut. Und diese Erfolgsgeschichte weiter fortzuschreiben, das ist die große Herausforderung. Allerdings sind die Anforderungen der Menschen auch andere geworden. Sie wollen heute mehr, dass in Infrastruktur investiert wird. Sie wollen, dass bestimmte Dinge in ihrem direkten Lebensumfeld schneller verbessert werden. Also da kommen richtig große Herausforderungen auf uns zu, auf die kommende Regierung. In Ihrem Wahlkampfkurs haben Sie die ganz klare Kante gegen die AfD gefahren. Es war zum Schluss sogar ein richtiger Anti-AfD-Wahlkampf der SPD. Nehmt uns unseren Willi nicht weg. Also eine ganz klare Kante und Konfrontation. Andere auf der konservativen Seite sind da ein bisschen vorsichtiger im Ton, weil sie möglicherweise eigene konservative Wähler nicht verschrecken wollen. Haben Sie Empfehlungen für die Kollegen? Also ich glaube, dass wir diese Auseinandersetzung offensiv führen müssen und dass wir auch immer wieder darauf hinweisen müssen, dass dieses Land vor allen Dingen eines braucht, trifft Deutschland in Gänze, aber es betrifft natürlich auch die Länder und Brandenburg, dass wir Stabilität brauchen. Wir brauchen stabile politische Verhältnisse, um die vorhin diskutierten Herausforderungen
anzunehmen, um sie möglichst schnell umzusetzen, um das umzusetzen, was die Wählerinnen und Wähler erwarten. Und wir haben vor allen Dingen mit dieser Stabilität Wahlkampf gemacht. Wir haben auch mit Vertrauen und Vernunft Wahlkampf gemacht. Und ich glaube, das hat sich am Ende auch ausgezahlt. Und dass man gegenüber Hetzern und Ausgrenzern polarisieren muss, das versteht sich von selbst, wenn man einer demokratischen Partei angehört. Sie sprechen von Stabilität. Sie sind noch mal davongekommen in Brandenburg. Wird das den Druck auf die SPD nehmen und dazu führen, dass die SPD es auf Bundesebene leichter findet, in der Regierung und in der Großen Koalition zu bleiben, statt jetzt frustriert die Türe zuzuschlagen und zu gehen? Ich glaube, dass die SPD in der Großen Koalition wichtige Dinge fürs Land umgesetzt hat. Und was die Wählerinnen und Wähler wollen, ist, dass sich Dinge im Land bewegen, dass sie in die richtige Richtung gehen. Und wenn ich da an die Diskussion jetzt Grundrente denke, wenn ich an das Strukturstärkungsgesetz denke, wenn ich an das Gute-Kita-Gesetz denke, ich könnte noch die Aufzählung fortsetzen, hat die SPD wirklich richtig gute Sachen auf den Weg gebracht. Und diese ständige Diskussion, GroKo ja oder GroKo nein, die schadet vor allen Dingen ein. Und das ist die SPD. Wir sollten uns auf die Inhalte konzentrieren, auf das, was die Menschen von uns erwarten. Und eine stabile Bundesregierung wird auch hier in Brandenburg von den Menschen erwartet. Herr Beuthke, danke und einen schönen Abend. Ihnen auch, Dankeschön. Auch dieses Gespräch haben wir vor einer Stunde geführt. Die Termine wollten es so, aber alles, was jetzt in diesem Heute-Journal noch läuft, ist Gott sei Dank live. Vor allen Dingen natürlich wie immer Matthias. Die Ministerpräsidenten von SPD Brandenburg und CDU Sachsen bleiben also. Sie haben ihr Amt behalten, aber die Wahl haben sie bei diesen Werten nur wahrhaftig nicht gewonnen. Die einzige Partei, die man heute als große Gewinner bezeichnen kann, ist die AfD. Woher kommt dieser Erfolg? Ja, in der Tat, Klaus, die AfD hat in beiden Bundesländern fast schon spektakulär dazu gewonnen. Und man muss ja schon mal fragen, woher kommen denn die Wähler, Wählerinnen und Wähler der AfD? Wen haben die vor 5 Jahren gewählt? Und da schauen wir mal auf die nächste Grafik. Die SPD 11%, die CDU haben 15% vor 5 Jahren gewählt und jetzt AfD. Von der Linken 7%, die AfD selbst 38% und von Nichtwähler 24%. Hier drüben sehen wir die absoluten Zahlen als Schätzwerte. Und da sehen wir, dass 45.000 Ex-CDU-Wähler zum Beispiel diesmal AfD gewählt haben, 70.000 Nichtwähler. Das ist ein Hinweis. Interessant auch, dass gerade was die Altersgruppen betrifft, in den mittleren Gruppen, also zwischen 30 und 60, die AfD sehr, sehr stark ist und auch noch mal überproportional dazu gewonnen hat. Und noch eins ist interessant, das schauen wir uns als nächstes an. Wer hat die AfD gewählt? 30% Männer plus 15 Prozentpunkte, nur in Anführungszeichen 19% Frauen, auch da ein Zuwachs von 9 Prozentpunkten. Wes Geisteskind ist diese Partei? Wir hören ja immer wieder von ihren Vertretern, auch an diesem Wahlsonntag, wir sind nicht extremistisch, wir sind nicht populistisch. Wie sehen das die Befragten, die Wählerinnen und Wähler in Sachsen und in Brandenburg? Das sehen wir auf der nächsten Grafik. Ist rechtsextremes Gedankengut in der AfD weit verbreitet, haben wir gefragt. 2/3 sagen in Brandenburg ja, 63%, fast genauso viele in Sachsen. Das ist ein sehr eindeutiges Bild und das erklärt dann sicher auch die Polarisierung, die diese Partei auslöst. Wie wird die AfD bewertet? Wir haben da eine Skala von plus 5, das ist sehr positiv, bis minus 5, das ist sehr negativ. Bei allen wird die AfD mit minus 2,3 bewertet. Und jetzt schauen wir aber mal auf die einzelnen Anhängergruppen. Minus 4,1 SPD-Anhänger, minus 3,6 CDU, minus 4,3 Linke, minus 4,6 Grüne. Also so negativ, wie man eine Partei nur bewerten kann. Und nur die AfD-Anhänger selbst geben dieser Partei eine positive Wertung. Das erklärt natürlich auch, dass sie so ein Anti-Block in den Parlamenten ist, weil niemand mit ihnen regieren will. Dankeschön, Matthias. Und jetzt berichten Anne Herzlieb und Andreas Weise über den Wahlabend bei den Gewinnern dieses Abends. Und das ist nun mal die AfD. Danach sprechen wir mit ihrem Spitzenkandidaten in Brandenburg. Sie haben allen Grund zu jubeln. Die sächsische AfD mit Rekordergebnis, die Umfragen noch übertroffen, zweitstärkste Kraft im Freistaat. Das ist einfach traumhaft, von 9,7 jetzt so hoch zu schnellen. Aber wir haben das, wie gesagt, auch schon auf der Straße gespürt im Wahlkampf. Die Bürger, die haben uns das einfach auch so rübergebracht. Mit rechtspopulistischem Wahlprogramm erfolgreich auf Stimmenfang. Als Protestpartei des Ostens hat sie die Linke wohl abgelöst. Die Wahlbeteiligung scheint ja noch mal zur Europa- und zur Kommunalwahl angestiegen zu sein. Und das, denke ich, das wird. Wir konnten halt die Nichtwähler dann mobilisieren.
Thilo Alexe beobachtet die AfD für die Sächsische Zeitung. Auch wenn sie erst 6 Jahre alt ist, die Partei hat es geschafft, in Sachsen Wurzeln zu schlagen. Hier konnten sich Strukturen bilden. Hier haben sich als erstes auch recht mitgliederstarke Ortsverbände gegründet. Die AfD hat in Sachsen, das ist jedenfalls ein Erfolg, eine relativ gut strukturierte Parteibasis. Bleibt nun die Frage, ob die AfD überhaupt alle Sitze im Sächsischen Landtag besetzen kann. Derzeit darf sie nur 30 aufgrund von Verfahrensfehlern bei der Nominierung der Listenkandidaten. Und die Zahl der Direktmandate ist noch offen. Doch darüber will man ab morgen streiten. Am Abend ging es erstmal auf einen Elbdampfer zum Feiern. Mit Bundesprominenz und ohne Presse. Super Ergebnis. Super glücklich. 24. Besser hätte es nicht laufen können. Hochstimmung bei der Wahlparty der AfD im brandenburgischen Werder. Das Ergebnis der Landtagswahl über den Erwartungen. Das gute Ergebnis. Viele, wie diese Nachwuchspolitiker der jungen Alternative, sehen die AfD als neue Volkspartei. Wir sind die stärkste Kraft geworden, aber wir haben heute trotzdem Geschichte geschrieben. Und das werden die Bürger in den kommenden 5 Jahren merken. Woran? An aktiver Politik. Ja, wir werden es die etablierten Parteien schwerer machen. Ein paar Meter weiter. Eine Demonstration von Anwohnern gegen die AfD. Weil wir ganz, ganz deutlich Farbe bekennen wollen dagegen, dass einige Parteirepräsentanten den Eindruck haben, sie könnten hier in unserem Land Grundwerte mit Füßen treten. Aber wichtig ist, dass die AfD nicht regierungsfähig sein kann, hoffentlich. Weißt du das? Für die AfD-Nachwuchspolitiker ist das nur eine Frage der Zeit. Wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit und dann werden wir auch im Westen noch bessere Ergebnisse bekommen. Die nächsten 5 Jahre zumindest ist die AfD in Brandenburg zweitstärkste Kraft. Und damit ist dieser Abend eindeutig ein Erfolg für den AfD-Spitzenkandidaten und Vorsitzenden in Brandenburg. Andreas Kalbitz, guten Abend nach Potsdam in den Landtag. Guten Abend, Herr Kleber. Sie haben gewonnen. Sie haben angekündigt, dass Sie die Wende vollenden wollen. Das war einer Ihrer Slogans. Wie werden Sie das jetzt machen? Nach den momentanen Konstellationen werden wir ganz klar eine harte Oppositionsarbeit machen. Wir haben den Nerv vieler Menschen getroffen. Man muss ja grundsätzlich immer klarstellen, die AfD ist nicht die Ursache für irgendwas. Die AfD ist die Wirkung auf das Versagen der anderen. Hätten die ihren Job richtig gemacht, gäbe es uns gar nicht. Es ist der Katzenjammer groß. Es geht darum, dass viele Dinge auch im Empfinden der Menschen im Osten noch nicht vollendet sind. Wir reden konkret über die Rentenangleichung Ost-West, das ist eines der Beispiele. Wir reden aber auch über die Voraussetzung infrastrukturell, um eine wirtschaftliche Grundlage zu schaffen, dass das Lohn- und Gehaltsniveau angeglichen wird. Das sind alles Dinge, die sind auf der Strecke geblieben, auch unter 30 Jahre SPD mit Regierung. Wer etwas so Großes wie Wende vollenden will, der muss am Ende ja auch Regierungsverantwortung wollen, sonst kann das nichts werden. Wäre es dafür nicht zweckmäßig, wenn die AfD Spitzenpersonen hätte, die sich nicht alle Nase lang mit irgendwelchen scheibchenweisen Enthüllungen aus einer, sagen wir, Flirtphase mit Neonazis und Rechtsextremen erklären müssen? Ich weiß natürlich genau, auf was Sie anspielen. Sie haben das jetzt sehr dezent anonym gehalten. Ich denke, darum geht es nicht. Ich denke, die Menschen haben sehr genau durchblickt, dass kurz vor der Wahl, wenn dann so ein Negativ-Campaigning kommt und da versucht wird, ein Narrativ zu setzen, dass das viele Menschen eben nicht erreicht. Das haben wir auch an den Zahlen gesehen. Die SPD hat sich dann, auch Ministerpräsident Woidke, hat sich ja völlig von Themen gelöst. Es ging nur noch um ein Feindbild-Wahlkampf gegen die AfD. Ich denke, dass das viele Menschen nicht gut. Herr Kalbitz, mit Verlaub, aber wenn jemand on the record ist, also dokumentiert, sagt, dass er die Deutschlandhasserin Margot Käßmann verurteilt, weil sie bereit ist, das deutsche Volk aufzulösen, und das ist alles mit klaren Zitaten belegt, dann ist diese Denke doch vielen Menschen fremd und macht es für Parteien wie die SPD oder die CDU und andere, sagen Sie immer, Traditionsparteien, sehr schwierig, mit einem Andreas Kalbitz jemals zusammenzuarbeiten.
Sie haben völlig recht, dass das sehr pointierte Aussagen sind. Man kann eine andere Meinung haben, das ist keine Frage. Meine Meinung muss auch nicht jedem gefallen. Mir gefällt ja auch vieles nicht, was ich mir so anhören muss von den Linken und von den Grünen. Aber das gehört nun mal zur Demokratie. Es hat nur mit Rechtsextremismus nichts zu tun. Und ich bin zuversichtlich, dass sich, wenn wir uns die Entwicklung in der Union anschauen, auch wie die Union intern erodiert, Thema Werteunion, da bewegt sich hier im Land auch auf kommunaler Ebene bereits einiges. Ich denke, der Ton der Union wird sich mittel- und langfristig ändern, weil die Union ja auch hier in Brandenburg jetzt an den Ergebnissen festgestellt hat, dieser Kurs, den sie da weitergeht, der ist nicht erfolgreich, der führt nicht in die Regierungsverantwortung. Vielleicht in einer Konstellation, wo man Versprechen brechen muss, wenn man sagt, wir machen jetzt doch mit der SPD eine Regierung. Insofern bin ich zuversichtlich, wir haben hier auch einen sachorientierten Themenwahlkampf gemacht und keinen Protestwahlkampf, wenn Sie sich unser Programm anschauen. Und es ist bei vielen Menschen angekommen. Alexander Gauland wird nächstes Jahr 80. Sie sind ihm nachgefolgt in Ihre jetzige Position in Brandenburg. Wären Sie nach dem Erfolg heute unter Umständen auch der geeignete Nachfolger auf Bundesebene? Ich habe dazu ganz klar Stellung bezogen. Das sehe ich im Moment nicht. Ich sehe ganz klar für den Bundesparteitag im November. Das ist völlig richtig. Ich habe ganz klar ausgeschlossen für den Bundesparteitag im November, dass ich als Bundesvorsitzender kandidieren werde. Ich glaube, es braucht im Moment einen Kandidaten, der auch mit Blick auf den Westen, es ist ja wichtig, dass wir jetzt den Westen stärken nach den Ostwahlen, einen Kandidaten, der als integrativer, vielleicht nicht so klar verortet wahrgenommen wird, innerparteilich. Und ich glaube, wir haben da eine Reihe von Kandidaten, die da gut in Frage kommt. Ich werde mich mit voller Kraft der Aufgabe im Landtag hier widmen als Fraktionsvorsitzender. Und ich bin ja auch Mitglied des Bundesverstandes, das möchte ich auch bleiben. Aber als Bundesvorsitzender stehe ich zurzeit nicht zur Verfügung. Danke, Herr Kalbitz. Einen guten Abend. Vielen Dank, guten Abend. Bringen wir damit unsere Berichterstattung auf die Ebene der Hauptstadt und der Bundespolitik. Die Traditionsparteien haben heute mit großer Anspannung auf diesen Abend geblickt. Winnie Heescher über die Reaktion. Alexander Gauland kommt spät zur AfD-Wahlparty und er kommt als Beschwörer in einem bekannten Vokabular, in einer altbekannten Tonlage. Der Kampf ist nicht zu Ende. Der Kampf geht heute erst los. Aber wir sind sehr viel stärker geworden. Uns kriegt man aus der deutschen Politik nicht mehr weg. Da bleiben wir. So gut wie Sie in den Umfragen dastanden, ist es am Ende auch für die Grünen nicht ausgegangen. Und doch ohne Sie keine Koalitionsbildung, es sei denn, man nehme AfD. Wir haben die Aussicht auf 2 Regierungsbeteiligungen. Der Abend ist noch lang und es wird extrem knapp werden. Ich will aber vor allem mit Blick auf die CDU und Sachsen und die CDU in Sachsen sagen, es liegt jetzt an Ihnen, klar dafür zu sorgen, dass es keine Regierung oder Tolerierung durch den Rechtspopulismus und die AfD geht. Ansonsten weit und breit große Nüchternheit. Im Willy-Brandt-Haus stehen einige Journalisten in der Leere. Das kommissarische Parteichef-Trio hat nicht viel zu sagen. Über Sachsen schon gar nicht und Brandenburg gerade noch mal gut gegangen. Dietmar Woidke und die gesamte Brandenburger SPD haben Haltung bewiesen. Gleichzeitig ist es schmerzlich, Verluste eingefahren zu haben. Aber angesichts der schwierigen Ausgangslage ist das ein Erfolg. Über Fehler der CDU-Parteichefin ist in den vergangenen Wochen manches geschrieben worden. Aus Berlin war man den Wahlkämpfern keine große Hilfe, klingt auch ein bisschen beim Generalsekretär durch. Dieses Ergebnis in Sachsen ist auch ein ganz persönlicher Erfolg von Michael Kretschmer. Das hat er dadurch geschafft, weil er redlich die Interessen des Freistaates Sachsen in den Mittelpunkt seiner Politik gestellt hat. Schaut man Linken und Liberalen ins Gesicht, sieht man hier wie dort nur Enttäuschung. Und hier wie dort hört man dieselben Gründe. Ich war optimistischer auch durch die gut besuchten Veranstaltungen, die gute Stimmung im Land. Aber die Zahlen heute zeigen, sehr viele werden aus taktischen Gründen trotz Sympathie für die FDP anders gewählt haben. Wir sind auch hinter dem geblieben, was die letzten Umfrageergebnisse ausgesagt haben. Das hat sicher damit zu tun, dass es zum Schluss eine Polarisierung gab und viele Menschen nicht wollten, dass die AfD stärkste Partei wird. Was das alles macht mit Berlin, Luft anhalten bis zur Wahl in Thüringen und dann viele Personaldebatten. Und natürlich bleibt die GroKo-Frage, hält sie oder hält sie nicht?
Olaf Scholz ist Vizekanzler und Finanzminister der Bundesrepublik und inzwischen auch Kandidat für den SPD-Vorsitz. Guten Abend, Herr Scholz. Ihre Partei braucht Kraft und Zuversicht. Was sagen Sie da heute Abend angesichts der doch ziemlich miserablen Ergebnisse? Bedrückend sind natürlich die Wahlergebnisse für die AfD. Und es wird in den nächsten Jahren darauf ankommen, dass die wieder schlechter werden. Und gleichzeitig ist es so, dass wir auch an Stimmen verloren haben, aber sehr wohl wahrgenommen haben, dass es möglich war, durch einen ganz engagierten Einsatz ein besseres Ergebnis in Brandenburg zu erzielen, als es lange vorhergesagt wurde. Das ist die etwas gemischte Lage nach dem Wahltag. Man sieht auch an der Bilanz, dass weder die CDU noch die SPD, und über die sprechen wir jetzt besser, ein wirkliches Rezept gegen den Höhenflug der AfD, vor allem im Osten, gefunden hat. Wir müssen gegenhalten, weil, wie wir gesehen haben, gibt es sehr viele, die dort auch sehr rechte und extreme Positionen vertreten. Und was Herr Kalbitz da zum Beispiel gemacht hat auf einer Demo von Nazis in Athen, das ist keine Sache, die man einfach klein halten kann und über die man hinweggehen kann. Insofern muss das benannt werden. Aber es geht auch darum, die Fragen zu lösen und die Probleme zu lösen, die den Bürgern und Bürgern unseres Landes wie auch viele andere Länder in Europa auf den Nägeln brennen. Wie wird das mit der Zukunft? Wie kann man die vielen Veränderungen, den Strukturwandel so bewältigen, dass niemand alleine bleibt? Solidarität, das ist unsere Antwort auf solche Herausforderungen. Und damit nicht haben Sie Antwort, ja jetzt auch lange und sehr intensiv Wahlkampf gemacht mit den heute offensichtlich gewordenen Ergebnissen. Das kann Sie doch nicht befriedigen. Und ein Weiter-so ist dann doch nicht unbedingt die richtige Antwort. Weiter so ist nie die richtige Antwort. Solidarität ist aber auf alle Fälle auch in der Zukunft ein wichtiges Prinzip für das Zusammenleben in unserem Land. Und wir müssen verhindern, dass Nationalismus und Ressentiment als Antwort empfunden werden. Ich glaube, es wird jetzt demnächst darauf ankommen, sehr gute Ergebnisse zu erzielen bei den Fragen, die viele auf der Tagesordnung finden und wo wir große Fortschritte machen müssen. Ein Thema hat in den letzten Wochen eine große Rolle gespielt. Das ist zum Beispiel, wie können wir im Bereich der sozialen Sicherheit mit einer Grundrente für bessere Renten bei denjenigen sorgen, die sehr wenig verdient haben in ihrem Leben, trotz harter Arbeit. Oder zum Beispiel das große Menschheitsthema des Klimawandels. Wenn wir dort gute Ergebnisse erzielen, dann wird sich das auch auszahlen. Aber nochmal, das Ressentiment ist keine Antwort. Und das werden wir auch weiter klar sagen müssen. Nehmen wir mal die Grundrente. Da stehen Ihnen ja jetzt schwierige Verhandlungen mit Ihrem Koalitionspartner bevor. Die SPD will die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Die CDU besteht auf der Bedürftigkeitsprüfung. Wäre das nicht ein guter Punkt, wo die SPD dann sagt, aus Prinzip und weil es uns um die Wertschätzung aller Rentner geht, auch der Gutverdienenden, niemand muss irgendwas vorlegen, man kriegt sie einfach, mit dieser Position die Koalition zu verlassen und dann zu sagen, so gerade laufen wir Sozialdemokraten. Wir werden gerade in dieser Frage laufen, das tun wir ja, das haben Sie gemerkt. Deshalb haben auch weglaufen? Sie all die Diskussionen verfolgt, die wir zu diesem Thema führen. Meine These ist, es kann sehr wohl möglich sein, dass wir ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Für uns ist eins ganz klar, als der Bundesarbeitsminister gesagt hat, er schlägt vor, eine Grundrente, eine Rente, die den Respekt vor der Arbeitsleistung vieler Bürgerinnen und Bürger widerspiegelt, einzuführen, haben sich wahrscheinlich 2-3 Millionen Bürgerinnen und Bürger direkt gemeint gefühlt. Wir werden natürlich nicht mit einem Ergebnis nach Hause gehen, wo es dann um 100 oder 200.000 geht. Und deshalb sind die Gespräche noch sehr hart. Aber wir sind gewillt, sie zu einem ordentlichen Ergebnis zu führen, und zwar in dem Sinne der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Die Gespräche werden hart und damit Gegenstand unserer Berichterstattung. Dankeschön für heute Abend, Herr Scholz. Schönen guten Abend. Und für den Partner in der Großen Koalition begrüße ich jetzt in Aachen Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Vorsitzender der CDU. Guten Abend, Herr Laschet. Guten Abend, Herr Kleber. Die Zeitverzögerung zwischen uns beiden ist wieder schrecklich und macht ein Gespräch schwierig. Versuchen wir es trotzdem. Sie hatten die schlechtesten Ergebnisse in 30 Jahren Vereinter Bundesrepublik in diesen beiden Bundesländern. Was muss Ihre Partei heute aus dem Ergebnis lernen? Also in der Tat, das ist richtig, die schlechtesten Ergebnisse seit vielen, vielen Jahren. Aber dennoch, glaube ich, muss man differenzieren, was können wir als Bundespartei tun und was kann man in den neuen Bundesländern tun. In den neuen Bundesländern war der Kurs von Michael Kretschmer richtig. Klare, knallharte Abgrenzung gegen die AfD. Und das hat ihm am Ende auch die Stimmen vieler Unentschlossener noch gebracht.
Und zweitens die Methode Kretschmer, zuhören, überall präsent sein, in die kleinsten Veranstaltungen gehen und all diese Wut, die es ja auch bei den Wählern gibt, versuchen aufzufangen und Antworten zu geben. Im Westen sieht das in vielem anders aus. Bei uns hier in Nordrhein-Westfalen liegt die AfD bei 7%. Hier ist es, glaube ich, wichtig, die Dinge, die jetzt anstehen, die kompliziert werden. Der Brexit steht vor der Tür, der Kohleausstieg steht vor der Tür, die Europäische Union steht in schwierigen Zeiten, hier den Zusammenhalt zu fördern. Das wird auch in der Lausitz jetzt das Thema werden. Wie gelingt es, aus einer Energiefonds mit Arbeitsplatzverlust auszusteigen und trotzdem neue industrielle Produktion hinzubringen? Das geht nur mit Maß und Mitte gegen diese Radikalität, gegen diese Aggression, mit klugen Antworten und vor allem mit Ergebnissen. Und die muss jetzt auch die Bundesregierung in den nächsten Wochen liefern. Das wird hart, hat Olaf Scholz gerade gesagt, weil die Positionen doch in den Dingen, die nun aufgeschoben worden sind, in denen man sich noch nicht hat einigen können, doch ziemlich schwierig wird. Ist es da nicht so, dass diese große Koalition in Wirklichkeit hauptsächlich zusammengehalten wird von der gemeinsamen Angst vor Neuwahlen jetzt? Denn sie sind ja beide relativ schlecht dafür aufgestellt im Augenblick. Also ich glaube, sie wird zusammengehalten durch ein bei allen ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. In dieser Lage, in der sich unser Land im Moment befindet, wo wichtige Entscheidungen anstehen, kann man doch nicht leichtfertig eine Koalition auflösen und in Neuwahlen hineingehen. Man überzeugt die Zweifler am besten, indem man gute Ergebnisse liefert. Und die sind in den nächsten Wochen zur Klimapolitik, zum Kohleausstieg, zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in den betroffenen Regionen. Ist Ihre Vorhersage, dass Sie das jetzt hinkriegen, weil die Zahlen auch von heute Ihnen eine gewisse Opferbereitschaft bei Kompromissen abverlangen? Sie müssen es hinkriegen. Sie müssen diese Rentenfrage lösen. Sie müssen den Kohleausstieg lösen. Dafür gibt es ja eben eine große Koalition. Die heißt große, weil sie große Aufgaben bewältigen muss. Und die Ergebnisse müssen uns heute wirklich wachrütteln. Bei der Europawahl und bei der Bundestagswahl war die AfD noch auf Platz 1 in Sachsen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Aber trotzdem erschüttern mich 27% Stimmen. Charlotte Knobloch, die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden, hat mit Entsetzen auf dieses Ergebnis von rechtsextremen, rechtsradikalen Parteien reagiert. Heute ist der 1. September, ein Tag, wo man an die Folgen von Nationalismus auch erinnert hat. Und dazu deshalb werden wir noch kommen, Abhilfe, Herr Laschet. Kann man es tut nur mir schaffen, leid, wenn ich Sie jetzt unterbrechen Kante, muss. Aber mit klarer Kante. Ja, ja, ich muss Sie unterbrechen, damit wir unsere Berichterstattung zum 1. September noch schaffen. Gleich, ich bitte um Nachsicht und danke für das Gespräch. Zu den Ergebnissen und den Entwicklungen dieses spannenden Abends nun der Kommentar von Peter Frey. 30 Jahre nach dem Mauerfall haben erschreckend viele ostdeutsche Wähler eine rechtspopulistische Partei gewählt. Aus Protest, weil sie mit dem Deutschland von heute nicht zufrieden sind oder ganz einfach, weil sie nationalistisch denken. Doch der Erfolg in Sachsen und Brandenburg hat für die AfD einen Preis. Er stärkt den extremen Flügel. Die Partei steht jetzt vor Radikalisierung und Richtungsstreit. Ihre machtpolitischen Ziele erreicht die AfD heute nicht. Nicht stärkste Kraft. Zur Regierungsbildung wird sie nicht gebraucht. Dass ihre Spitzenkandidaten im Fernsehen bieder daherreden und im Netz umso schlimmer hetzen, dass sie unverschämt die Losungen der friedlichen Revolution klauen, hat Mehrheit und Mitte der Wählerschaft nicht überzeugt. CDU und SPD haben mit taktischen Wählern auf den letzten Metern gewonnen. Michael Kretschmer hat die Sachsen-CDU nahbar gemacht im Dauergespräch mit dem Wähler. Er holte sein Direktmandat im umkämpften Görlitz. Sein Aufwärtstrend stabilisierte sich, je deutlicher er sich von der AfD abgrenzte. In Brandenburg konnte die SPD mit dem blasseren, aber bodenständigen Dietmar Woidke das Schlimmste verhindern. Ein wichtiges Signal für die total verunsicherte Sozialdemokratie und die Große Koalition im Bund, der heute einschließlich der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer ein wenig Stabilität eingehaucht wurde. Die Grünen werden stärker, können wahrscheinlich mitregieren,
aber ihre Wahlergebnisse sind wieder einmal schwächer als die Umfragen. Die Linke könnte ihre Regierungsbeteiligung in ihrem Kernland Brandenburg noch verlieren und damit den Status der Ostpartei endgültig. Die AfD-Welle ist nicht gebrochen. Die Anliegen ihrer Wähler müssen ernst genommen werden. 30 Jahre Einheit und das Land ist noch lange nicht einig. Aber die starke Wahlbeteiligung heute zeigt, die Demokratie lebt, auch im Osten. Und die Botschaft an die AfD ist klar. Es gibt machbare, stabile Mehrheiten jenseits der Populisten. Die Einschätzung von Chefredakteur Peter Fey. Nachrichten nun von Gundula Gause. Im Jemen sind bei Luftangriffen mindestens 65 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Seit 2015 sind dem Krieg in dem bitterarmen Land am Golf von Aden laut UN mehr als 10.000 Menschen zum Opfer gefallen. Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition attackierte ein Gebäude, das sie als Waffenlager der Houthi-Rebellen bezeichnete. Nach deren Angaben aber wurde ein Gefängnis getroffen, in dem Kämpfer der Regierungstruppen festgehalten worden seien. Hongkong hat an diesem Wochenende schwere Ausschreitungen erlebt. Nach heftigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten störten heute wieder tausende Hongkonger den Betrieb am internationalen Flughafen. Die Proteste an diesem 13. Demonstrationswochenende in Folge richten sich gegen den zunehmenden Einfluss der kommunistischen Führung Chinas und gegen Polizeigewalt. Erneut hat in den USA ein bewaffneter Mann offenbar wahllos um sich geschossen und 7 Menschen getötet. Der Angriff begann bei einer Verkehrskontrolle nahe Odessa im US-Bundesstaat Texas. Plötzlich schoss der Mann auf einen Polizisten, raste davon und schoss später in Odessa um sich. Die Polizei streckte ihn nieder und ermittelt wegen des Motivs. Der sich den USA nähernde Wirbelsturm Dorian hat die höchste Hurrikanstufe erreicht. Er zieht in diesen Stunden auf die Bahamas zu und könnte dort mit meterhohen Wellen, Windgeschwindigkeiten von um die 300 Stundenkilometern und starken Regenfällen Schäden anrichten. Nach Berechnungen des US-Hurrikan-Warnzentrums kann Dorian auch die Bundesstaaten North und South Carolina oder die Ostküste Floridas treffen. Vor 80 Jahren begann am frühen Morgen dieses Tages, am 1. September 1939, der Krieg, der später Zweiter Weltkrieg genannt wurde. Kriegsausbruch hieß das lange. Eine irreführende Formulierung. Vulkane brechen aus. Dieser Krieg war kein unabwendbares Naturereignis, sondern ein bis ins Detail geplanter Angriffskrieg mit dem Ziel zu rauben und zu töten. Er begann mit einer Lüge und mit einem Verbrechen. Die hochgerüstete deutsche Luftwaffe löschte eine wehrlose polnische Kleinstadt aus, Wieluni, parallel zum Angriff deutscher Kriegsschiffe auf der Westerplatte bei Danzig. Bundespräsident Walter Steinmeier hat heute genau dort in Wielun, noch vor Morgengrauen, in einer Klarheit gesprochen, die Polen lange vermisst hatten. Es ist ein Tag voller Symbolik, schon der Zeitpunkt ist eine starke Geste. Früher Morgen, so wie damals in Wielun, als der Krieg begann. Erstmals gedenkt ein deutscher Bundespräsident in der Kleinstadt der Opfer. Das tragische Schicksal Wieluns war lange vergessen in den Geschichtsbüchern, in Deutschland kaum bekannt. Man hat mit Deutschland zu tun und deutscher Schuld, wenn man als Deutscher geboren ist. Wer sich auf deutsche Geschichte berufen will, der muss auch diesen Satz von Thomas Mann ertragen. Ich verneige mich vor den Opfern des Überfalls auf Wielun. Ich verneige mich vor den polnischen Opfern der deutschen Gewaltherrschaft und ich bitte um Vergebung. Es sind seine wichtigsten Worte des Tages für Polen. Das Bitten um Vergebung, dann auch auf Polnisch. Proszę o przebaczenie. Sie stellen sich der Wahrheit, Herr Bundespräsident. Es ist eine schwierige Wahrheit für die Deutschen, für Deutschland. Aber niemals hat Deutschland diese Wahrheit verneint.
Der 1. September 39. Morgens um 4.40 Uhr greifen Sturzkampfbomber die noch schlafende Stadt an. Töten 1200 Einwohner. Das erste deutsche Kriegsverbrechen. In Wielun gibt es keine polnischen Soldaten, nur Zivilisten. Dieses Dröhnen, wenn eine Bombe fiel, und das Pfeifen. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Es war so erschreckend. Józef Stępień war damals 7 Jahre alt. Er hat überlebt durch einen Zufall, weil seine Familie gerade aus einem Haus ausgezogen war, das den Bomben zum Opfer fiel. Das waren meine Nachbarn, meine Freunde, die da gestorben sind. Und uns hätte dasselbe Schicksal ereilt, wenn wir nicht einen einzigen Monat zuvor gerade umgezogen wären. Er ist einer der Überlebenden, der heute den deutschen Bundespräsidenten trifft. In Warschau das zentrale Gedenken. Vertreter der EU- und NATO-Staaten hat Polen eingeladen, Russland nicht. Wegen des Streits um die Krim. Auch hier Zeitzeugen. Steinmeier bittet erneut um Vergebung. Wir vergessen die Wunden nicht, die Deutsche Polen zugefügt haben. Die Botschaft des Tages ein nie wieder. Und so läuten sie beide die Glocke zum Gedächtnis und zur Mahnung. Die so verletzte polnische Seele braucht Gedenken wie diese, 80 Jahre nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Unsere Polen-Korrespondentin Nathalie Steger, die gerade diesen Bericht gemacht hat, hat die wichtigsten Momente der Gedenkveranstaltungen von heute auch in einem ausführlichen Film zusammengefasst, zu sehen heute Nacht um 0.50 Uhr oder schon jetzt und jederzeit in der Mediathek. Noch einmal Nachrichten von Gundula, auch historische Tage und Jahrestage enthalten aktuellen Sport. Jawohl. Krönender Abschluss der Ruder-WM im österreichischen Linz. Zweimal Gold für die deutschen Ruderer. Erst gewann das Aushängeschild des Deutschen Ruderverbandes der Deutschland-Achter Gold vor den Niederlanden und den Briten. Es ist der 3. Titel in Serie und das Ticket für die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Und dann holte auch einer Senkrechtstarter Oliver Zeidler Gold. Dem Ex-Schwimmer gelang das erste deutsche Einergold seit 17 Jahren. In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt am Abend Fortuna Düsseldorf 2:1 besiegt und Werder Bremen gewann am Nachmittag gegen den FC Augsburg 3:2. Das Wetter bringt in der neuen Woche angenehmere Temperaturen sowie immer mal wieder Schauer. So regnet es morgen im Südosten kräftig, an den Alpen anhaltend, zum Teil mit Gewittern. Nass wird es auch in Nordseenähe, sonst freundlich bei 13 bis 23 Grad. Am Dienstag scheint fast überall die Sonne, am Mittwoch regnet es im Norden, bevor es dann wieder windiger und kühler wird, 14 bis 21 Grad. Man muss kein Prophet zu sein, um zu wissen, der Ausgang der Landtagswahlen heute wird den politischen Betrieb in Berlin mindestens für die nächsten Tage beherrschen. Christian Kirsch mit einem kurzen Blick auf absehbare Ereignisse der kommenden Woche ansonsten. Spannung in London. Am Dienstag kommt das britische Parlament nach der Sommerpause erstmals wieder zusammen. Ministerpräsident Johnson will die Abgeordneten bald danach wieder in eine Zwangspause schicken, um den Brexit Ende Oktober zu ermöglichen. Die Empörung ist groß, von einem Putsch die Rede, die Sitzung wird sicher turbulent. Der Außenminister im Kongo. Heiko Maas reist am Mittwoch nach Afrika. Hier im Osten des Kongo wütet seit Monaten eine Ebola-Epidemie. Mehr als 2000 Menschen sind schon gestorben. Dazu kommt die politische Unsicherheit in dem riesigen Staat im Zentrum Afrikas. Kann deutsche Außenpolitik hier stabilisierend wirken? 100 Jahre Waldorfschule. Am Samstag wird in Stuttgart gefeiert. Hier wird seit 1919 unterrichtet auf der Grundlage der Anthroposophie. Lernen ohne Angst, das war revolutionär. Ministerpräsident Kretschmann will auch gratulieren. Die Waldorfpädagogik ist ein echter Exportschlager. Heute gibt es über 1000 Waldorfschulen in mehr als 80 Ländern der Erde. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Marietta Slomka-Heinz-Wolf erwarten Sie jeden Tag abends hier. Bis bald. Tschüss, schönen Abend.